Was ist los beim FC Bayern? Ne, es war ja die Rüpelwoche im Fußball. Das muss man sagen. Diego, 3 Spiele gesperrt, rote Karte wegen so einem kleinen Rempler. Gestern übrigens nochmal ging der Oscar nachträglich an den Franzosen Franck Ribéry für die kleine Show-Einlage, als er da böse gefoult wurde. Und wenn man wirklich mal sich aufregen will oder sagt, aua, ich glaube, ich habe mir den Fuß verknackst, dann muss das Foul schon so aussehen. Das war am Wochenende. Du hörst, man ist entsetzt. Einzelne Ex-Jenerinnen greifen sich an die Schläfe. Ja, ja. Das war ein Schien- und Wadenbeinbruch bei Eduardo, ein Spieler von Arsenal. Kommt uns aber zugute, spielt nicht mehr für Kroatien, unserem Gruppengegner. Ah. Muss man auch positiv sehen, wenn sowas passiert. So hart kann der Profisport sein. Absolut. Und da wir ja Leute auch aus Bayern haben, sind wir auch wirklich immer ganz nah dran an den Münchnern, an dem Pokal-Halbfinalist. Und ich glaube, Franz Beckenbauer ist heute wieder dabei, jemand ganz Besonderes ins Bett zu bringen, und zwar den Rüpel unter den Bayern, Marc van Bommel. Goed job, de damn it, verdammt, die scheisse, wat zal er zijn? En moet kan normaal iemand passeren, maar diezelfde kijk is er zeer. Mark. Scheisse is het, godverdammt. Heer van Bommel. Verdammt, shit. Wat? Blijf de Holländer. Wat zal er schon wieder? Wat zal er schon wieder? Verdammt, die scheisse. Ja, Mark, ik moet met je reden. Is hij zo van Bommel? Is hij Raphael van der Vaart, Huub Stevens, van Bommel, Linde de Mol? Warum könnten Sie mal richtig aussprechen, Sie Deutsche? Rudi Carell, ja. Pass mal auf, ich hab mir das angeschaut, diese Szene bei der Bundesliga. Was denn? Was denn? Ja, was du da machst, das geht... Kaiser, was ist das? Ja, was... Da ist überhaupt nichts, ja. Marc, pass auf, ich hab mir das angeschaut. Du musst deine Emotionen musst du in den Griff bekommen, ja. Weil wenn du deine Emotionen nicht in den Griff kriegst, dann ist es wie bei mir, dann hast du am Ende hast du 25 Plagen am Hals. Ja, das ja aber wir spielen Fußball. Richtig, das ist kein Frauenhandball, irgendwas anderes. Da gehören Emotionen zum Sport dazu. Ja, schau mal, ich hab dir was, zur Beruhigung hab ich dir was mitgebracht, ja. Was soll das denn? Also, hallo, Marc, das geht so nicht, ja. Das passiert! Das sind Emotionen beim Fußball, die raus müssen! Ja, aber hast du gesehen, was da bei Arsenal gegen Tottenham... Kaiser! Ja, was ist denn? Ja, da ist überhaupt nichts. Ja! Was soll der Blödsinn, ja? Marc, jetzt wird geschlafen, ja? Was war bei Tottenham Arsenal? Da hat der eine den anderen hat er kaputt getreten, ja? Ganz normaler Körperkontakt! Nein, eben nicht. Ist ja sein Problem, wenn die Knochen brechen. Ja, richtig. Muss ein bisschen aufpassen. Ja, richtig, ja. Jetzt wird geschlafen. Ja, leg dich hin und mach Bubu, ja? So geht es nicht. Also... Falsch! Du liegst ja... Das ist mein Bett, mein Zimmer, kann ich machen, was ich will, Gott verdammt! Dieser blöde Holländer, ja, den verkaufen wir. Ich rufe gleich den Uli Hoeneß an. Der... Verrückt.